ist so merkwürdig. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bildet 2, meine Lieben. Wir sind in der zweiten Folge für die Vorproduktion. Mit dabei ist immer noch Matthias und Jan ist auch noch da. Der ist aber ab jetzt inaktiv. Nur noch als Unternehmer. Nur noch als Zuschauer und eventuell als Unternehmer, genau. Der macht jetzt nichts mehr auf dem Feld, sondern nur noch der Matthias. Voll gemacht hat er uns das Fass noch und das macht er uns auch gleich wieder voll, weil er ist ja immer noch Unternehmer. Aber wenn du, wie du gesagt, Jan, ne, wenn du gehen willst, dann bist du free to go. Kann euch ja ein bisschen Gesellschaft leisten. Das ist natürlich auch sehr schön, ja. Ja, im Zweifel wäre ich ja auch noch da. Ja, ich schneide nebenbei auch Video dann. Was schneidet? Ach, für dich. Mhm. Wir haben jetzt ja auch angefangen damit. Ja, klar, wenn es Spaß macht und so. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen raus. So. Ja, wir haben echt viel zu tun noch. Jetzt diese Gärreste, da müssen wir durchstriegeln, soweit es geht. Weil alles, was wir nicht mit Striegeln schaffen, da kriegen wir dann Wachstumsstufe draufgeballert. Unkraut. Dass im Urlaub wieder da sind. Das ist beim Vorproduzieren immer ein bisschen doof oder beim Nachproduzieren, wenn man dann irgendwas nicht geschafft hat und dann ja, läuft die Zeit, ja. Ja, das stimmt. Ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, jetzt 8 Folgen auf 0 zu spielen, das halt auch, hat auch was für sich, ne? Das hat auch was für sich, ja. Ja gut, du schaust natürlich alles. So, du kannst ansehen und fertig machen, ohne dass du Angst hast, so das Unkraut kommt jetzt durch. Ja, oder genau. Ich habe wieder, oh, es geht in die Nacht rein und keine Telefonate. Was halt nicht ist, ist, du produzierst halt keine Milch, du produzierst keine Gärreste, du produzierst ja gar nichts. Halt, das ne? Stimmt, das ist natürlich der. Aber hatte ich jetzt Gott sei Dank noch genug Dünger und alles. Ja, deswegen, also. Gibt ja immer irgendwie einen Nachteil. Ja. Kommt er echt nicht rum. Krass. Nach rechts hoch in die BGA fahren. Da war ich auch noch nie. Das wird jetzt auch das erste Mal. Ja. Das stimmt, wenn du natürlich immer. Ja, stimmt. Die war bis jetzt immer noch nicht. Hätte immer gereicht, dass das da unten mal alles voll war. Ja. Hat denn Tino, ja weißt du ja auch nicht, ob Tino dann am Montag gekauft hat, aber wahrscheinlich dann auch, oder? Schon? Kann man nicht anders, dass er was bekommen hat. Oder er hat da nicht dran gedacht, das weiß ich jetzt nicht. So, mal gucken, ihr spult ja auf jeden Fall am Montag. Ja, ich gucke mal rein, aber hier steht, er hat... Er hat gekauft. Er ist denn, ja... 89.000 Liter. Na toll. Die ich jetzt 40. Zweimal Transport, zweimal angeliefert. Ja. Ui. Also komplett quasi. Nicht Hälfte. Ja, das ist so. Wenn du dich da bist, dann wird alles rausgekloppt. Dann Wort hat. Ja. Oh, nein, nee. Und dann wird er dann wahrscheinlich morgen früh wieder. Also, er spult ja dann am Montag nächste Woche. Dann wird das dann wieder so sein. Wenn wir jetzt mit der Uhrzeit loslegen, dann kann er ja erstmal, ja gut, ab 8 Uhr immer, ne? 8 am Folgetag. Ja, aber mal gucken, da wird er da wahrscheinlich hinkommen, ne? Weil es ist 12 Uhr. 12, ja. 4 Folgen. 2 Stunden Realtime, ja. Bist du denn da am Montag? Aktuell ja. Hast du es ja im Blick. Darauf die Folge ist, da am 30. ist Niklas nur da. So, ich glaube, hier war das, oder? Bin ich hier richtig? Ne, hier.
Ansonsten kann ich ja sagen, hier, nee, Herr Bist du Ferber, dann? Sie kriegen nur die Hälfte, Ach da. Herr Der Schnee Schneegans hat ganz aus hat die dem U Antwort. hat mir einen Zettel hinterlassen aus dem Urlaub. Ja, Hätte mir eine WhatsApp zukommen lassen, er braucht die Hälfte nochmal, bitte. würdet ihr das auch liefern, wenn ich die Lieferung bezahle, obwohl ich nicht da bin? Können wir machen, auf jeden Obwohl, Fall. nee, ich glaube, das wäre ein bisschen unfair, oder? Weil wegen V, weil ich deswegen produziere ich ja vor. Naja, gut. Ja. Läuft rein. Nee, der hat aufgehört, oder? Oh, stimmt. Muss drin sein. Dachte, ich kann aussteigen. Hier muss ich dann nochmal herkommen, oder war es das dann? Das war's dann. Ach, okay, gut. Also zwei Fahrten waren das jetzt. Okay, super. Können wir danach wieder weiter striegeln. Okay. Dankeschön. Wie schön. Schön, dass du ein Endlichzeichen auf dem Hof gezaubert hier. Acht. Oh. Auch wild aus beim Keuler. Wird man einfach sehen, auf jeden Fall, Ja. was wir am Montag da machen, wie viel, und dann guckt man einfach. Ist auch krass so, ne? Da macht sich ja auch Tino so überhaupt keine Gedanken drum. Er nimmt immer, was er maximal kriegen kann. Er denkt nicht drüber nach, ob vielleicht, naja, Manu hat ja gar keine Chance jetzt. Der kann ja gar nicht reagieren. Dann mache ich vielleicht von mir aus nur die Hälfte oder so, so wie ich es eigentlich gemacht habe, ne? Beim letzten Mal. Und dabei hat sich herausgestellt, dass er ja eh schon vorher gekauft hat. In seiner Vorproduktion quasi. Ja, Und, das ist auch immer mit den Vor- und Nachproduzieren. Das ist immer auch generell so schwierig, das irgendwie immer alles nachzuvollziehen. Wer hat was gemacht? Naja, das ist blöd. Mit den LU-Helfern, mit der Uhrzeit teilweise. Pff, da warst du auch dann so, ja. Da guckt, dann hängt es auch immer so, was macht man da jetzt eigentlich? Ja, da werde ich dann auch aufs LU zugehen und sagen, pass auf, jetzt müssen wir gucken, dass wir mal eine Abrechnung machen, wenn ich dann wieder da bin. Ja, ich ja, das morgen mit Schwabbel, was ich hier gemacht habe. Nee, ich sag ihm einfach, dass er für 8 Folgen haben wir gemacht, also quasi 7, weil ein ohne LU. 7 Folgen einfach LU auf Zeit durchplanen und Rechnung schreiben. Ist ja egal, was sie am Ende gemacht haben, ist doch wurscht. Es ist doch eh alles mit meinen Maschinen gewesen. Ja. Wo sie dann jetzt im Detail die Zeit verbracht haben, ist doch komplett Wumpe. Hauptsache, der Betrag stimmt am Ende. Genau. Ich bin auch bescheuert. Ich mach auf abtanken und kuppel ab, ne? Dass es da nicht weitergeht, ist ja klar. Gut, dann kann am Montag die Düngerproduktion ein bisschen was schaffen. Wir gehen jetzt weiter striegeln. Striegeln, das ist auch so eine Scheißaufgabe, weil du keinen Unterschied siehst. Vorher, nachher. Aus dem GPS. Ja, ist bei dem kleinen Feld aber auch irgendwie kacke. Ich orientiere mich halt grob an den Spuren, die ich mache. Ich habe auf jeden Fall eine Überlappung drin, ordentlich, aber dann lieber mal überlappt als irgendwas vergessen. Ah, krass, der merkt sich die Spuren nicht, nur wenn du in der Nähe bleibst. Ja,
gut. Weiter geht's. Wird meine Frau jetzt hingekriegt. Check-in. Sehr gut. An sich ist schon cool. Wir waren vor 2 Jahren das letzte Mal dort. Also letztes Jahr hat es nicht geklappt. Zeittechnisch. Und so kurz vor Weihnachten, sag ich mal. Nochmal knapp 30 Grad ist schon cool eigentlich. Mal so ein Sommerurlaub. Ja, das glaube ich. Ja, gerade eben ist ja das Wetter, wird ja gerade eklig. So langsam. Da wird es nochmal eine Woche geskippt. Ich glaube, ich muss. Ja, also das Wetter ist aktuell echt nicht schön. Wir haben halt, glaube ich, 24 Grad oder 26 Grad sogar, Wassertemperatur oder so. War so warm? Ja, wahrscheinlich 24, ja. Und dann halt Luft auch okay und so, und dann ist das schon ganz cool. Ich werde wieder jeden Tag Volleyball spielen, Beachvolleyball, mit irgendwelchen alten Herren, die ich nicht kenne. Es war so krass, vor 2 Jahren, ey. So erster Tag rein da, früh ist einmal abends, einmal Beachvolleyball, so alles easy. Zweiten Tag auch, aber da hat es schon ein bisschen gezwickt. Am dritten Tag kam ich nicht mehr vom Klo, weil ich übelst den Muskelkater in den Oberschenkeln hatte. Ja, komplett im Arm, Mann. War ich schon länger nicht mehr im Ausland im Urlaub. Ja. Waren wir letztes Jahr überhaupt im Urlaub? Ah, ja. Dänemark, oder war das dieses Jahr? Ah, nee, ich bin 30 geworden. Da waren wir eine Woche in Dänemark. Dieses Jahr waren wir auch wieder eine Woche. Nee, dieses Jahr waren wir auf Sylt. Eine Woche. Bei meiner Frau ihren Geburtstag, auch im Mai. Ich weiß gar nicht, warum letztes Jahr der Urlaub nicht mehr geworden ist. Was da war. Mir ist das bestimmt schon 20 Jahre her. Ja, wie alt bist du denn? 34. Schon sagen, so alt bist du doch gar nicht. Es klang gerade, als wärst du 50. Ja. Nee, so alt bin ich, Gott sei Dank noch nicht. Warst du beim Teamtreffen? Nein. Wo hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wer du gewesen bist. Jan, ja, warst du da? Nee. Auch nicht, ne? Seid ihr nächstes Jahr dabei? Da gehe ich ganz stark von aus. Jetzt habe ich ein rotes Tee bekommen. Also kommt drauf an, wann das ist und wo es ist. Na, wo? Ich würde wahrscheinlich sagen, wieder bei Benedikt, hoffentlich. Ja, an sich war das schon cool da. Man fragt sich die eben wann halt auch. Ich weiß nur, dass es nicht mehr so nah an der Gamescom sein sollte, weil das hat doch einigen das Ding gekillt, ne? Dass die gesagt haben, pass auf, gut, ich habe halt auf Gamescom verzichtet. Ich habe gesagt, ich gehe nicht auf beides so nah aneinander. Und deswegen hat die nur gesagt, auf jeden Fall nicht mehr so nah an der Gamescom dran. Okay, ja, weil nächstes Jahr haben wir nämlich auch, steht bei mir auch groß das an, also. Hochzeit oder was? Hochzeit und so, ja. War klar, kleines Kind, da muss die Hochzeit folgen. Wir haben es noch kurz davor gemacht, sie ist ja am 9. Juli geboren und wir haben 9. Juli? 9. Juli, ja. Ja, und so am 10. Und, dann haben wir geheiratet am 5.5. noch schnell. Ja. Ja, wir machen nächstes Jahr standesamtlich am 6.3. und 6.7. ist dann groß. Kirche und so weiter. Ja. 10.7. siehst du? Ich habe
Ich weiß nicht warum. Am Ende wäre es egal gewesen, logisch. Aber ich wollte unbedingt, dass es zwei einstellige Zahlen sind. Also 9.7., weißt du? Und sie hat mir den Gefallen getan. Geboren ist um 23.58 Uhr. Ganz noch genau. An dem Tag. Ja. Ich habe eine jetzt! Nein, habe ich nicht gesagt, aber. Ich habe ja eine schreiende Frau in der Hand. Ich wollte damals unbedingt ein Sommerkind haben. Ich auch. Ich Man im auch. Sommer auf den Spielplatz gehen kann, zum Geburtstag. Ja. Ja, und dann, wir haben es relativ lange probiert und dann haben wir auch gesagt, ja gut, wenn es dann nicht ein Sommerkind wird, dann wird es halt nicht ein Sommerkind. Was ist es geworden? Ein Sommerkind. Ein Sommerkind. Wann hat sie Geburtstag? 18.7. Gucken wir alle im Juli. Ich finde es auch cool. Ich habe ja am 15. Mai, da ist ja auch eigentlich fast immer schon gutes Wetter. Also ich hatte auch viele Kindergeburtstage draußen und das fand ich einfach cool als Kind. Ja, ich habe im April, da ist es auch. Also ich habe schon bei Schnee Geburtstag gefeiert, ich habe aber auch quasi schon Poolparty machen können. Ja, April ist echt wild, ja. Auch Ostern ist ja manchmal noch Schnee gewesen. Ja. So, das reicht mir so mit dem Striegeln. Gucken, am Ende sehe ich, wie ordentlich ich war, wenn das erste Keim sprießt. Ich hoffe, es ist okay gewesen für Tino, dass ich den Striegel nochmal genommen habe. Er hat beim zweiten Mal zugesagt, beim ersten Mal, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, na komm. Dann nehme ich ihn jetzt einfach, ohne ihn nochmal zu belästigen. Wenn ich darf, was ich gerne beschweren. Ich werde ihn geputzt wieder auf den Hof stellen. Da Gut, nee, kommt. ich wollte gerade fragen, ob du weißt, was Tino zu seiner Seemaschine gesagt hat, aber du warst ja auch nicht Ich da. war auch nicht da, ne. Das war ja auch. Vor allem hat sie richtig Cash dafür in die Hand genommen, ne? Ja, Das war weil irgendwie sauteuer. der Lackzustand wieder repariert wurde quasi. Ja. Krass, ey. Aber man kann schon sagen, es ist Power-RP. Ja. Weil er ja nichts dagegen machen kann, so. Weil es ja irgendwie so ein dauerhafter Lack ist. Sehst du eigentlich mit GPS an? Ja. Weil du keine Bahn freilässt zwischendrin, deswegen. Hatte ich gerade, aber ist passt mit dem Wendekreis eigentlich. Ich finde, dieses Bahn freilassen ist bei mir immer so ein bisschen psychologische Kriegsführung. Ich denke dann, ich komme halt doppelt schnell voran. Ist ja aber nicht so, du lässt ja eine frei einfach nur. Und aber wenn du sie dann einholst, die zweite Bahn, die du stehen lassen hast, dann denkst du dir so, naja, jetzt ist es ja doch nicht mehr so viel. Ja, bei großen Maschinen mit dem Wendekreis und so, da macht das quasi schon Sinn, in die nächste Reihe zu fahren. Aber jetzt bei der Seemaschine, das machst du einmal einen Korrigierzug und dann. Gut, was wir nicht mehr schaffen werden, da bin ich mir ziemlich sicher, ist das Vollstriegeln von der 1. Das werden wir nicht mehr hinbekommen. Wir haben ja dann noch die kleine hier, die 13, die muss ja auch noch gestriegelt werden. Die Folge braucht man noch für das Feld hier. Oh Mann. Haben wir dann wieder teilweise. Graut. Was denkt ihr, wie oft noch gespult wird, bis das Projekt zu Ende ist? Also bis in welchem Monat werden wir kommen? Jetzt ist August. Also ich glaube, August werden wir nicht wieder erreichen. Also nochmal so fast ein ganzes Jahr, das könnte. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe irgendwie so die Vermutung, wir werden so im März landen. März, April hätte ich jetzt auch ungefähr gesagt.
Also Dezember oder so ist zu früh. Ja. Februar, Also, März, würde ich sagen. ja, ich würde wahrscheinlich werden die es so machen, dass wir, oder dass das so ausgeht, dass das irgendwie dann ist, wenn auch das meiste schon wieder grün ist. Weil was willst du eine Bewertung im Winter machen, wenn die Blumen nicht mal mehr da sind? Ja. Weil die ja, ach, wir haben ja gar Ja, keine sein. Jahreszeiten an. Nee. Nee, dann ist egal. Er ist egal, ja. Es geht nur darum, also ich weiß, dass auf jeden Fall die Baumwolle noch reif sein soll. Und da sind wir ja noch, wie viele Wachstumsstufen haben wir da noch? Ja, zwei, drei, vier, drei. Also dreimal spulen allein für die Baumwolle. Da muss das ja noch geerntet werden, dann viermal spulen und dann bist du ja August, September, Oktober, November, Dezember, Januar. Bist ja schon im Januar. Ja. Ich glaube auch, dass das das letzte Mal Ansehen ist jetzt hier. So der Hafer, bis der reif ist und abgeerntet ist, das dürfte auch schon fast Projektende sein. Ja, vielleicht noch, um dass die Felder nicht leer aussehen, quasi. Um was zu tun zu haben. Noch eine Wiese, die dauerhaft in dem Gras steht, weil ich hier keine Zeit habe, sie zu mähen. Bin ja mal auf das neue Erweiterungspack gespannt. Was kommt da? Pastinaken, Karotten und rote Beete sollen ja zusätzlich als Frucht kommen. Eine Das neue ist Karte. jetzt die Naken. Darauf hat jeder gewartet. Ja. Wir machen hier in der Gegend immer jedes Jahr ein Feld mit Karotten. Es wechselt immer das Feld. Karotten oder halt Kartoffeln. Und quasi wechseln immer von Jahr zu Jahr das Feld. Und das ist immer krass, wie viele LKWs Karotten die da runter. Ja, das ist. Du steckst ja eine rein, oder? Ich glaube, ja. Und dann kommt da ein ganzer Bündel raus, oder? Wochenlang fährt da der Roh darüber. Ein LKW nach dem anderen fährt da weg. Pastinaken. Es gibt Babybrei mit Pastinaken. Es gibt nichts, was schlimmer stinkt als dieses Pastinakenzeug. Habe ich letztens bei HelloFresh gehabt, Pastinaken. Erste Mal in meinem Leben. War eklig, oder? Ich weiß es nicht, es ging so. Also es hat mich jetzt nicht überzeugt. Es sieht halt optisch genau aus wie eine Karotte, nur weiß. Ja. Und weiß ich nicht. Also es hat mich geschmacklich jetzt nicht überzeugt. Ist das nicht so ein bisschen bitter auch? Es war jetzt nicht total unlecker, aber es war auch nicht total lecker. Das muss ich da haben. War so ein Ja, man isst, wenn es auf dem Tisch steht, aber selbst machen würde ich es mir jetzt nicht. Genau. Ich würde es auch nicht dazu kaufen. Wenn ich das bei HelloFresh nicht bestellen würde, dann hätte ich es auch nicht bekommen. Haben auch noch ein HelloFresh-Gericht, das wird es wahrscheinlich morgen Mittag geben dann. Oder morgen Abend, das könnte natürlich auch sein. Ja, auch ein super System, ne? Du brauchst nicht einkaufen, Ja, einmal in der einmal im Woche kommst Monat. du und. Einmal im Monat machen wir das. Drei Ja. Gerichte. Ach so. Oh. Ja, ich mache das quasi wöchentlich. Jede Woche 5 Gerichte. Boah, du machst das wirklich voll? Ja. Krass. Aber das wird's halt schon teuer, gell? Wenn ich in derselben Qualität einkaufe, ist das genauso teuer. Ich hab's nachgekauft extra, um das mal. Meine Freunde wollten mir das nicht glauben. Ja. Und dann waren wir erstmal, das ist die Zeit. Ich rechne ganz gerne dann auch irgendwie die Zeit so ein bisschen mit. Dann fährst du zum Edeka, dann fährst du zum Rewe. Und um dann alles zu holen, dann brauchst du die Fleischqualität, die holst du ja auch nicht beim Penny oder sowas, da fährst du zum Metzger. Und dann bist du so das, was die Leute dann da
eine Stunde zusammenstehen oder so, rechnest du da oben drauf. Das heißt, irgendwie 15 Euro bist du günstiger. Pro Box. Und das finde ich jetzt in Ordnung. Ja. Und ich habe die Zeit nicht, ne? Also ich bin zu Hause und die Sachen sind halt da im Kühlschrank und die brauchst du wirfst, dann nur noch zubereiten. Du wirfst halt nichts weg, ne? Ja. Klar, Verpackungsmaterial ist wieder so ein Kontra-Ding, aber. Ja, wobei die sich echt auch Mühe geben, ne? Ja. Was die kalten Sachen angehen und sowas. Extra in diesem Sack. Pappsack, genau, den du einfach in die Papiertonne stecken kannst. Ja, was hat man dieses Mal? Wir hatten Hähnchenbrust mit Pesto-Spaghetti. Oh, die habe ich auch. Dann hatten wir Hähnchenbrust mit Ofenkartoffeln gestern und diesem Salat dazu. Auch das habe ich. Und das dritte Gericht weiß ich jetzt gar nicht, was wir haben. Ich hatte diese Woche Rindfleisch. Wie? Rindfleisch, also dieses Rindersteak. Ja. Und was hatte ich denn noch? Oh, kann ich jetzt auch nicht. Ich finde das System aber relativ gut und. Ja. Es fehlt auch selten was. Also ich hatte es jetzt 2-3 Mal hat mal was gefehlt oder so. Und einmal war diese Kräutertüte ziemlich abgefuckt, also da sah der Basilikum ziemlich zerdrückt aus und alles. Ja. Aber sonst muss ich sagen, qualitätstechnisch sehr gut. Ja, das ist das, wenn das verschickt wird und so, je nachdem, wer das versendet oder wie es versendet wird, dann wird das hin und her gedrückt und dann wird das matschig und ja, ich packe die Sachen generell jetzt. Also ich habe es erst nicht in den Kühlschrank gepackt, dann habe ich Spinat dazwischen gehabt, der dann schon ein bisschen gammelig war und so. Und ich packe das jetzt alles in meinen Kühlschrank. Ja. Außer die Sachen, die nicht in den Kühlschrank dürfen. Denn nicht in den Kühlschrank? Ja, Honig zum Beispiel. Ach so, wenn Honig ja. drin ist, der kristallisiert halt. Ja, ja. Da gucke ich halt einmal rein, was nicht unbedingt im Kühlschrank darf oder auch nicht unbedingt muss, wenn der relativ voll ist. Das packe ich da nicht in den Kühlschrank. Ansonsten kommen die Säcke so in den Kühlschrank und weil dann bleibt das Gemüse und das Obst auch ein bisschen frischer. Mhm. Ja, das stimmt. Ödet mich das an, dieses Striegeln, Wir tauschen. Wir können, glaube ich, gleich tauschen in der nächsten Folge. Die ist jetzt hier gleich vorbei. Die 2 Minuten ziehe ich jetzt noch durch, aber. Ich glaube, dann können wir mal kurz tauschen, ja. Ja, es muss halt aber auch gemacht werden. Trotzdem finde ich, Striegeln ist absolut perfekte Mittel gegen Unkraut. Also das günstigste auch. Ja, allen Dingen, dass man das auch direkt nach dem Ansehen machen kann und kein Unkraut mehr kommt. Ja, richtig. Ich dachte immer, ganz zu Anfang dachte ich, man muss bis zur ersten Wachstumsstufe. Da brauchst du schon die Hacke. Haben und da brauchst du schon die Hacke. Ja. Oder bis da Unkraut zu sehen ist oder sowas. Aber nein, du kannst einfach. Ist halt total realitätsfern, oder? Ich glaub schon. Was soll das? Du würdest das ganze Saatbett aufreißen, oder? Ja. Oder weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr ja mal in den Chat hier in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Ahnung habt. Aber so ein Striegel, ich meine, das sieht so aus, als würde der nur ganz leicht die Oberfläche ankratzen. Vielleicht würde er dem Saatbett an sich gar nichts tun. Aber was soll er denn rausreißen? Ist ja noch nichts da. Ja, das ist schwierig zu sagen. Aber mit dem Drescher kann man ja eigentlich auch einfach loslegen oder mit einem Maisgebiss oder Häcksler, ohne irgendwie, dass man da was einstellen muss, also was. Ja.
Es macht schon gut, vieles gut, aber ja, wenn man so ganz realistisch, ja, kann man ja am Ende, glaube ich, auch nicht erwarten von der Community. Nein, weil wer soll denn das, dann müssen ja schon dann Leute haben, die so ein bisschen Erfahrung haben, ja, ne? Ja. Was habe ich das bei einem Short? Also ich finde diese Shorts von Sophie immer ganz geil. Sie macht ja immer so Facts about LS oder irgendwelche, was ist besser, Ladewagen oder Presse oder was weiß ich, ne? Und vielleicht war das sogar bei ihr, dass Mais, ich dachte immer, oder die meisten, glaube ich, denken, dass man Mais, wenn man es häckselt, nicht häckselt, wenn es reif ist, sondern in der letzten Wachstumsstufe. Normalerweise, also in Wirklichkeit ist es so, man häckselt Mais kurz bevor er komplett reif ist, weil er dann noch saftig ist und dann noch Energie drin steckt. Und im LS soll das auch was bringen. Ja, und der, wenn sie es war oder halt wo auch immer ich es gesehen habe, der hat bewiesen, oder sie halt dann in dem Fall, dass es nicht so ist. Dass es komplett egal ist, ob du es, wenn du es reif häckselst im LS oder ob du es in der vorletzten Stufe machst. Ja, weil für LS, dann zählen die dann wirklich nur die Liter, die da drauf sind. Spannend, ja. Na gut, aber wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Lieben. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was auf dem Herzen habt. Schaut bei den anderen vorbei. Die sind dann wieder vorhin verlinkt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao. Ciao. Ciao.